Und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Kochvideo hier auf meinem Kanal und zur familienfreundlichsten Unterhaltung auf ganz YouTube, nehme ich doch wohl an. Heute machen wir auf Wunsch eines Gastes, Zuschauer klingt besser. Oh Gott, okay, Schluss. Jedenfalls machen wir hier Bolognese und Lasagne und ich habe es total verdreht, ist mir egal. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ist mir So, das wollen wir mal weiter schneiden. Alles hübsch in Würfel. Ich hatte gerade mit den Sätzen festgestellt, dass meine Aufnahme unterbrochen worden ist. Ich war mir bloß halt nicht sicher, ob jetzt durch mich oder irgendwas anderes. Gut. Schön alles in Würfel schneiden. Die Zwiebeln schön würfeln. Ich habe übrigens gerade gemerkt, dass ich nur schief geschnitten habe. Mir egal. So. Manche mögen ja Zwiebel schneiden nicht. Ich persönlich mag es eigentlich sogar. Ich mag das sogar. Das soll sogar gesund sein, habe ich mal gehört, diese Zwiebeldüfte in den Augen zu haben. Auch wenn es unangenehm ist. Ach, vielleicht irre ich mich auch. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ach, Mensch. So, als nächstes werden wir uns mal mit dem Hackfleisch beschäftigen. Das mal ein bisschen anbraten und das natürlich auf die übliche Weise. Dazu werde ich ausnahmsweise mal ein bisschen Olivenöl nehmen und etwas Kokosnussfett. So, schön ölig muss das alles sein. Sehr gut. So, wenden wir uns mal dem Hackfleisch zu. Oh, was ist denn? Wozu habe ich eigentlich das Messer hier? Rind und Schwein gemischt natürlich.
So, mal gucken, wie heiß der ganze Laden hier schon bereits ist. Na, muss reichen. Ja, reicht. Und dann werden wir erstmal so ein bisschen das Hackfleisch anbraten. Ich werde übrigens erstmal die Hälfte nehmen. Warum? Weil ich mich von anderen habe inspirieren lassen und das einfach mal ausprobiere. Oh, bitte ohne Platte drin. Danke. Und dann schön alles erstmal klein machen und anbraten. So, jetzt kommt das Ganze erstmal nur leicht angebraten. Hier auf diesem Teller. Warum das so ist, ich habe mir sagen lassen, dass das irgendwie das Hackfleisch vom Aroma verbessern soll. Oh Gott, jetzt habe ich erstmal gekleckert. Ach, so, jedenfalls so, dass das Aroma verbessern. Und jetzt kommt gleich die zweite Fuhre mit Hackfleisch und da nehmen wir wieder einen Schuss Olivenöl. So. Wir wollen alles professionell gestalten. Heißt im Großen und Ganzen, es kommt nichts dabei raus. Nein, das ist sogar so schlimm, ist es nicht. Rein damit. Eigentlich sollte nicht viel schief gehen. Und der nächste Hackfleischteil. Schön klein machen und anbraten. Und dann machen wir klein braten. Gut soweit. Also bis jetzt ist vielleicht alles noch ein Plan. Nur bei einer Sache halt weiß ich noch nicht genau. Das wird schon klappen. Wird schon alles klappen. Was kann schon schief gehen? So, das Hackfleisch jetzt erstmal diese Konsistenz, die es haben soll. Hervorragend. Dann werde ich jetzt mal das ganze Gemüse hier dazugeben. Die Zwiebeln und die Möhren. Normalerweise wird hier noch anderes Zeug dran gemacht, das ist mir schon klar, aber ich habe nicht alles gekriegt. Ich wollte eigentlich wieder so eine Brühegemüse haben, so Sellerie, Karotte, Zwiebel und so weiter, aber das war halt nicht mehr da. Ich habe halt erst zum Samstag noch was nachholen müssen. Aber was soll man machen? Wird schon gehen so. Das Ganze wird jetzt erstmal so leicht angeschwitzelt mit Zett. Das war natürlich ein Junge! Quatsch, ja kein Scheiß! So, das Würzen mit Pfeffer und Salz. Salz bei Gelegenheit, ja. Das geht dann langsam aus. Ich mache auch noch ein Lorbeerblatt dran. Und das hier lecker für Gemüse zum Anbraten. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt mit beinhaltet. Das ist ein bisschen schwer, vielleicht besser zu lesen. Warte mal. Zutaten: Speisesalz, Reismehl, Muskatnuss, Pfeffer. Ach Gott, naja. Im Großen und Ganzen ist das Ganze sicher schon mal ein bisschen gemischt. So, nicht zu viel. So, reicht das mal. Dann kann ich mir den Knoblauch im Grunde genommen sparen, denn der ist ja schon mit dran. Kein Problem. Kein Thema. Riecht auf jeden Fall schon den Umständen entsprechend. So, probieren. Das heißt, hallo. So, jetzt. Er braucht noch ein bisschen. So.
So, kommen wir mal zum improvisatorischen Teil. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Tomate. Ich habe bloß Tomatenmark, also dieses Zeug hier. Und deswegen werde ich jetzt mal was probieren. Keine Ahnung, ob das klappt, wie ich das denke. Es kann auch katastrophal werden. Erstmal hier so ein bisschen Tomatenmark. Das brauchen wir sowieso. Dann kommt der Ketchup dazu. Jetzt geht's los. Ich kann. Ach! Fantastisch, ja. So, mit dem kalten Wasser aufgemischt. Ja, ich das Ganze jetzt mal ein bisschen verrühren. Mal gucken, was daraus wird. Es ist keine Tomatensoße, aber es hat zumindest etwas Ähnliches an sich. Keine Ahnung, wie das wird. Das ist jetzt für mich auch Neuland. So, geschmacklich. Schmeckt fürchterlich. Naja, nee, es geht schon. So. Hier gebe ich jetzt mein Hackfleisch wieder hinzu, mein anderes. Rein damit. Genau. Bitte alles. Fantastisch. Mit Samtsoße und Saft. Dadurch hat das so ein bisschen diese Trockenheit nicht erreicht. Dies, naja, ich tu mal lieber nicht klugscheißen. Hat schon seine Gründe. Köche werden wissen, warum ich das mache. Ich hätte mehr Gemüse nehmen können, das ist egal. Solange wie hier das Hackfleisch in seinem Saft kocht, werde ich mich jetzt erstmal mit der Bechamel beschäftigen. Ach ja. Und dazu werde ich halt nochmal Zwiebeln schneiden. Die werden wir dafür verwenden. Und dazu kommt noch Butter, die kann ich euch, naja, die habt ihr schon gesehen. Und da werde ich gleich den Rest zum Frühstück nehmen. So, dann wollen wir doch mal das Zeug hier reingeben, was wir zusammengerührt haben. Das Ganze das ist, wie gesagt, ich kann noch nachreichen, wenn es nicht ausgereicht hat. Und es hat nicht ausgereicht. Na, fantastisch. Das ist ein ganz schwacher Ersatz. Das ist nicht wirklich das Wahre. Aber egal. Das verfehlt seinen Zweck. Das wird schon irgendwie. Oh Gott, es ist so dünn. Und wartet mal, da macht man da einfach. Was macht man da? Einfach noch ein bisschen Tomatenmark rein dazu. Immer rein. Ach so, oh Gott. Meine Kochlehrerin, oh, dafür habe ich die gehasst. Die hatte so eine ganz furchtbare Art und Weise, mit mir umzugehen, was ich jetzt hier mache. Die bestand immer darauf, dass diese Tuben so gedreht werden. Und wenn ich das nicht gemacht habe, putzt du dir die Zähne? Hast du keine Zahnpastatube? Das rollt man auf. Bla bla bla. Das durfte ich mir immer anhören. Dabei haben Zahnpastatuben heutzutage überhaupt nichts mehr zum Aufrollen. Die sind aus Kunststoff. Jedenfalls bin ich dann auch beleidigt worden. Egal. Jedenfalls werde ich diese Tube mit Tomatenmark so ausleeren, wie ich das für richtig erachte. So, hätten wir das geklärt. Okay. Man kann übrigens noch ein bisschen Thymian dran machen. Das werde ich jetzt eben mal tun. Der gute Thymian von. Steht gleich mal gar nicht dran, vor schlauer Schreck. Ja, ist auch egal. Einfach so eine ganz kleine Idee, Thymian an die Bolognese. Oh Gott. Ja, so. Das muss reichen. Ja. Das hat schon etwas, aber es gefällt mir noch nicht ganz. Es gefällt mir noch nicht ganz. So. Ich habe kein Oregano, also ich fasse es nicht. Ich fasse es echt nicht. Oder war es Thymian? Warte mal, was war es denn? Ja, Oregano, das hätte ich gerne noch dran gemacht. Ich werde jetzt mal noch Paprika dranhauen. Da hast du einen riesen Ostmann-Adventskalender und dann willst du den für deine Kochvideos verwenden? Und dann hast du das Zeug nicht, ey. Meine Güte. Aber dafür irgendwelchen anderen Kram zusammengemischt. Ich meine, es gibt doch wirklich viele Gewürze. Das kann doch nicht so schwer gewesen sein, da mal irgendwie was zu machen. Verstehe ich echt nicht. Mann, Mann. So.
So, mal eine Kost. Kosten. Ein bisschen Salz und Pfeffer habe ich noch gereicht. Geschmack ist extrem gut. Oh. So, dann werden wir jetzt mal mit der Bechermehlsoße beschäftigen. Dazu erstmal diesen fetten Klumpen Butter hier rein. Ja. Und rein mit der Zwiebeln. So, dazu die Zwiebeln. Bei Bechermehl muss man halt echt aufpassen. Mensch, ach, die brennt extrem schnell an. Und soll eigentlich nicht dunkel werden. So, das Zeug hier rein. Das dauert auch nicht allzu lange. Und dann einfach bloß ein bisschen das Ganze anschwitzen erstmal. Kommt dann noch der Rest hinzu. So, wie gesagt, schön verrühren, dass das nicht in irgendeiner Weise hier mehr anbrennt. Butter brennt ja schnell an. Jetzt mal noch ein bisschen Tomatenmark ran gemacht, damit das Ganze so ein bisschen von der Farbe ein bisschen hinkommt. Das dürfte am Geschmack nichts großartig ändern. Ich würde sagen, alles in allem sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Wieder mal gelungen, das Ganze. Zumindest geschmacklich. So, wenn die Zwiebeln dann diese Konsistenz haben, dass sie glasig geworden sind, und das sind sie, fokussier bitte, danke, und die Butter aufgelöst ist, dann machen wir mal das Mehl an die Sache ran. So, zwar einen Esslöffel und gleich noch einen. Und noch einen, genau, so ein bisschen, so. Temperatur etwas angehöht und dann wird der ganze Kram verrührt, erstmal schön verrührt. Praktisch, die Flasche hält mir den Griff ein bisschen fest. Da muss ich das nicht machen, ich muss mich in die Kamera noch halten. Das sieht auch recht gut aus. Auf jeden Fall riecht es extrem gut, muss ich sagen. So, großartig, das ist fantastisch. Jetzt kommt dazu kalte Milch, und zwar Kokosmilch, keine Haarmilch. Keine Ahnung, wie das klappt. Wichtig ist, dass die Milch halt kalt ist, sonst hast du Klumpen drin, darauf habe ich keine Lust. So. Rein damit. Schön verrühren den ganzen Laden hier. Dazu noch ein bisschen Salz. Pfeffer. Man nimmt übrigens weiß und ich nehme schwarzen, das ist schon mal auf falsch. Kann es nicht ändern. Das wird auch so. Und dann halt schön verrühren. Wichtig ist halt irgendwie mit dem Herd zu arbeiten, weil die halt schnell anbrennen kann, die Soße. Ich habe ja schon diese kleine Platte hier hinten, das ist eigentlich die Schnellkochplatte auf meinem Herd. Aber gut. Ich bin ja dabei. Das wäre schön. So. So, ich mache jetzt mal noch ein bisschen Muskatnuss hier ran und Lorbeer. Fast am Ziel sein, Mensch. Geh doch mal auf hier. So, so, so. So, während ich den ganzen Kram hier nochmal aufkochen lassen werde, koste ich nochmal meine Bolognese.
Mann, ey. Sollte eigentlich alles ganz gut schmecken. Ja. Top. Da muss ich mal dran machen. Die schmeckt einwandfrei. So, kosten wir mal die Mehlschwitzensoße. Welche Mehlschwitze? Oh je. Nee, die braucht noch ein bisschen. Das schmeckt noch zu mehlig. Seid froh, dass ihr nicht wisst, dass hinter der Kamera vorgeht. Ich wollte gerade meinen Platz aufräumen, hier den Ketchup. Der war aber noch nicht richtig zu. Und jetzt muss ich erstmal sauber machen, ey. Mann, ey. So, dann wollen wir mal gucken, wie es jetzt ist. Der Mehlgeschmack jetzt endlich mal verschwunden ist. Ich merke es immer, wenn ich schon den Löffel ablecke. War nicht ganz. Es braucht noch. So, ich werde schon mal den Herd vorheizen. Es kann passieren, dass mir jetzt gleich der Schutzschalter rausfliegt. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Und? Na? Ich traue den Frieden nicht. Bis jetzt läuft's noch alles. So, nochmal getestet das Ganze. Oh ja. Hat sich gelohnt zu warten. Jetzt schmeckt das richtig gut. Oh, bestens. So, jetzt passiere ich das Ganze hier durch das Sieb eigentlich. Naja, doch, ich mach's. Und ihr seht, nicht angebrannt. Was für eine Leistung. Naja, gut, okay, die kann ich. Gut, angebrannt sind die nicht, das ist nicht. Das ist ein bisschen verschmiert. Und dann durchrühren wir ganz gut Krempel. Damit wir eine schöne, klare Bechermehlschwitze haben. So, dann starten wir das Fiasko mal. Ich werde jetzt mal hier von der ganzen guten Bolognese das erste bisschen drauf machen. Sicherlich gäbe es noch andere Möglichkeiten. Aber egal, mal sehen, wie das jetzt klappt, wie ich mir das denke. Das sollte eigentlich genau aufgehen. Schön ein bisschen breit machen das Ganze. Na komm. Und dann von der Bechermehlsoße, das ist die hier, die wir so schön passiert haben. Na los. So ein bisschen drauf gekleckert hier. Ein Gedicht. So ungefähr soll mir das jetzt eigentlich klappen. So, gucken wir uns mal den Laden hier an. Die Lasagneblätter. Ach Gott. Das ist ganz bequem, okay. Die haben auch eine gute Größe, muss ich sagen. Ich denke mal, es wird. Wie die nicht aufgehen wollen. So. Passt, warte, das hat läuft in Anführungsstrichen. Jetzt nicht wirklich. So. Ich würde sagen, die letzte. Kann man die zerbrechen? Oh, ganz toll, mein Gott. Was ist denn hier, oder? Die Ecken, die verdammten Ecken. So. Und dann machen. Warte mal, das Lorbeerblatt, das werde ich mal rauspicken hier. Und dann machen wir das Ganze hier wieder drauf. Bei den Lasagneplatten muss man ja echt aufpassen, dass man das nicht ins Auge kriegt, Mensch. Ach, Mann. Das sind ja scharfe Kanten, meine liebe Schwan. Ja, fantastisch, genau, gekleckert. Aber egal, es geht auf.
So, das gesamte Hackfleisch wird hier irgendwie noch verteilt. Und natürlich die Bechamel. Soße. Also zumindest muss ich ganz ehrlich sagen, alles ist aufgebraucht. Wirklich jedes bisschen an Zutaten, was ich hatte. Da muss ich mich nicht beklagen, aber fast schon ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Das ist jetzt irgendwie gar nicht so gut. Das mag ich gar nicht. Raus mit dem Zeug. So, jetzt wird der ganze Laden erstmal in den Ofen gepackt. Ich habe jetzt übrigens noch keinen Käse drauf gemacht. Das kommt erst noch aus einem guten Grund. Der Käse wird mir sonst zu dunkel. Das möchte ich nicht. Weil die Lasagne braucht ja doch ein bisschen im Ofen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt zu knusprig wird. Der Käse kommt dann später drauf. So, und bis es erstmal soweit ist, kann ich euch mal den Abwasch erledigen. Draußen ist schon spät. Ja, bei mir spiegel ich mich sogar. Ja, bei mir kann man nachts bloß kochen. Tagsüber schlafe ich meistens. Na, noch nicht ganz so. So, jetzt kommt der Käse drauf. Und dann geht das Ganze wieder rein in die Ofenluke. Übrigens, so macht man das nicht, man nimmt für gewöhnlich Reibekäse. Ich habe jetzt aber keinen da, weil ich den zu selten verwende. So, schaut das Ganze.